liebe Zwillinge, schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, wir werden uns gemeinsam deine berufliche und finanzielle Situation anschauen im November. Bitte bedenke, liebe Zwillinge, dass nicht alles auf dich wortwörtlich zutreffen kann. Das ist ja klar, das ist im Kollektiven, aber ich bitte euch immer, und das ist für mich sehr, sehr wichtig, ne? Ich sage das immer wieder. Bitte hört euch auch die anderen Energien. Ne? Du hast nicht nur ein Sonnensternzeichen, du hast einen Aszendent, du hast ein Mondsternzeichen, die genauso eine Wirkung haben. Ne? Du bist nicht umsonst, ne, in diese Sternzeichen geboren. Hör sie dir bitte an und dann kannst du die ganze Situation valutieren. Ne? Okay, ich fange an mit den Keeperskarten in die materielle Ebene für den Monat November für meine liebe Zwillinge da draußen. Für meine Zwillinge. Verzweiflung. Das ist schon mal, ja, ich sage, das ist schon mal diese Karte, die uns sagt, werde ich eine Lösung finden? Ich kann nicht, ne? Ich bin hier wirklich verzweifelt. Was ist hier los, liebe Zwillinge? Machst du dir Sorgen? Das muss ja nicht unbedingt beruflich sein, ne? Das hat dann irgendwie eine Wirkung. Muss ja nicht unbedingt immer alles beruflich sein, ne? Das kann auch gut sein, du hast gerade Probleme zu Hause, ne? Dann hat es ja auch eine Nebenwirkung in deine berufliche und finanzielle Situation. Wow, Geschenk bekommen. Hier kommt die Lösung. Ja, hier kommt die Lösung, liebe Zwillinge. Guter Herr. Also, guck mal, wir haben hier ganz viele Varianten, ne? Weil das ist ja klar, das ist ja auch beruflich. Entweder ist es hier dein Chef, mit jemandem, den du arbeitest, aber das könnte ja auch gut sein, dass du in einem Familienbetrieb bist. Ne? Es gibt viele Menschen, die in einem Familienbetrieb arbeiten, ne? Und du jetzt quasi hier eine Hilfe bekommen könntest von dieser Person, von diesen Bezugsperson. Entweder könnte es hier ein Großonkel sein, ein Opa, ne? Wie gesagt, ein Vater, ne? Ein guter Vater, der hier dir einen Tipp geben kann. Nicht nur finanziell, sondern dir auch helfen kann, hier eine Lösung zu finden, ne? Guck mal, hier haben wir, wow, hier haben wir beide. Es sind hier deine Eltern, das könnten hier deine Eltern darstellen oder Menschen, die dich einfach aufgezogen haben. Oma, Opa, wie viele Menschen wurden aufgezogen von den Oma und Opas, ne? Weil die Eltern nicht präsent sind oder die Eltern einfach arbeiten mussten, etc., ne? Du weißt es, liebe Zwillinge. Ich kann dir jetzt das nicht sagen, aber hier geht das um zwei Menschen, die wirklich gutmütig sind, ne? Die dir hier helfen können, diese Situation zu retten, ne? Irgendwo hast du hier ein Problem. Liebe Zwillinge, was ich hier auch sehen kann, ist, du kannst hier deine Energie haben von einer von diesen zwei Karten, ne? Das ist ja klar, hier guckt jeder diese Legung an und ich habe hier wirklich von 20 bis 65 vom Alter her und das könnte auch gut sein, du bist Mutter, du bist Vater und du möchtest deine Kinder helfen oder du möchtest hier jemanden helfen, wo ihm Not ist, ne? Das könnte hier aber, wie ich ja vorhin erwähnt habe, du könntest in einem Familienbetrieb arbeiten, in dem du jetzt nichts mit diesen Menschen zu tun hast, sondern die Chef und die Chefin quasi dir auch eine Hilfe anbieten können, ne? Du hast hier wirklich positive Karten. Du wirst hier eine Lösung bekommen auf deinen aktuellen Problem, auf deine Situation, liebe Zwillinge. Wow, sehr, sehr schön, weil, guck mal, das könnten auch Kleinigkeiten sein, ne? Du brauchst irgendeine Unterstützung und diese Menschen könnten dir wirklich behilflich sein, aber auch Eltern, ne? Manchmal können unsere Eltern wirklich uns einen guten Tipp geben. Nicht immer sind unsere Eltern, wie sagt man das, ja, ich kenne das, ne? Ich kenne das auch. Die Mama, der Papa, die reden einem immer so viel ein und sagen, ja, mach das so, aber letztendlich entscheidest du, ne, liebe Zwillinge. Aber trotzdem können dir diese Personen auch den Weg weisen. Das sind ja auch weisere Personen, ne? Ich habe immer auf meine Oma gehört. Also quasi, sie hat mir immer gute Tipps gegeben. Ich habe immer nach ihren Tipps gesucht, ne? Weil sie immer schöne Tipps gehabt hat. Also sie war wirklich eine starke Bezugsperson in meinem Leben. Sehr, sehr stark, ne? Okay, sonst muss ich noch weinen.
Weil sie ist leider nicht mehr da. Sie war sehr, sehr jung, wo sie gestorben ist. Wie gesagt, ich habe sogar meine Uroma erlebt und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich das gemacht, also quasi erlebt habe. Meine Ururoma sogar. Und ich sage immer danke, dass ich das erlebt habe. Ne? Aber wie gesagt, hier hast du zwei wundervolle Menschen, die dir wirklich behilflich sein können. Nutzt das aus, ne? Und seid wirklich dankbar für das, was diese Menschen in euer Leben als Positives bringen wollen. Ne? Nicht alle Menschen, ne, wollen uns schlecht, sondern es gibt auch Menschen da draußen, die euch wirklich lieb haben, ne, und das Beste vom Besten wünschen. Ne? Sowas in der Art. Wow, wunderschön. Ne? Guck mal, liebe Zwillinge, du kommst hier raus von dieser Situation. Ich weiß ja nicht, was du gerade erlebst. Ne? Das könnte ja auch finanziell sein. Das ist ja klar, beruflich, finanziell, aber auch eine Liebesangelegenheit, ne? Indem du sagst, guck mal, ich hole mir jetzt diese Hilfe bei meinen Eltern oder bei diesen Menschen, die mir nahestehen, ne? Die mir wirklich jetzt behilflich sein können. Ne? Sowas in der Art. Jetzt schauen wir gleich mit den Tarotkarten uns das an, ne? Für euch im Kollektiven. Beruflich, finanziell, was wird auf dich zutreffen? Sehr wichtig, die Karten werden das uns zeigen. Das ist ja der beste Instrument, den wir besitzen, ne? Um uns behilflich zu sein, sagen wir mal so. Schön, schön. Das ist so, als würdest du erwachen. Du erwachst hier, ne? Das könnte auch gut sein, dass du wirklich in einer neuen Energie eintreten wirst, ne? Das könnte auch gut sein, dass du dich jetzt bei dieser Legung befindest, ne, und sagst, ich bin jetzt diese Frau oder ich bin dieser Mann, und ich bin dankbar für das, was das Leben mir geschenkt hat, ne, beruflich ja auch. Das ist ja schön, du machst etwas, was dir Freude bringt, ne? Mal schauen, weiter. Sehr, sehr schön mit Ass der Kelche. Vor allem ist es ja auch wichtig mit diesen, wie sagt man das? Neumond, ne? Das ist ja auch ein guter Start. Der Narr. Der Narr. Wir haben hier jemand, der ein bisschen naiv ist, ne? Ein bisschen so dieses Kindische noch aktiviert hat. Also ich vermute ganz stark, dass es hier wirklich um deinen Sohn handeln kann oder um deine Tochter, liebe Zwillinge, dass du hier diese Legung dir anschaust und du machst dir hier Sorgen, ne? Um das Liebesleben von deiner Tochter oder von deinem Sohn. Oder du bist hier die Tochter oder der Sohn, ne? Und wie ich ja vorhin erwähnt habe, deine Eltern stehen dir bei, weil du irgendwie auch diese, wie sagt man das? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass du das nicht auf die Reihe kriegst, dass du das nicht packst, aber manchmal brauchen wir auch diese Unterstützung, ne? Mit dem Na, aber auf jeden Fall hast du hier zweimal den Neustart, ne? Zweimal eine Karte, die auf einen Neustart deutet, ne? Beruflich könnte ja auch gut sein. Ja, guck mal, 5 und 5, das spiegelt sich. Du bist hier enttäuscht. Ich weiß nicht, hast du hier einen Streit gehabt? Hast du hier irgendetwas, ist hier irgendetwas vorgefahren, ne, zwischen dir und diese Personen? Oder das könnte hier eventuell auch private Angelegenheit sein, ne, dass du hier sehr enttäuscht bist von irgendeiner Person. Hier könnten auch. So, kurze Unterbrechung, liebe Zwillinge. Meine Speicherkarte war voll. Ich entschuldige mich wirklich. Aber das wird halt dann vorkommen, ne? Okay, wo waren wir stehen geblieben? Das ist jetzt hier eine Situation zwischen Mutter und Kind, ne? Wie gesagt, das könnte hier auch mit jemandem zu tun haben, der hier sozusagen Altersunterschied hat, ne, quasi jünger ist, älter ist, weil mit den Nah und diese ältere Personen, ne, vermute ich auch ganz stark, dass es hier um eine private Angelegenheit geht. Aber wenn du sagst, nö, es geht hier um meine berufliche Situation, bitte setze das um, weil du bist ja auch sehr enttäuscht, ne, von diesem Neustart. Vielleicht hast du ihn dir anders vorgestellt, ne, eine Situation, die du dir ganz anders vorgestellt hast, ne, die emotional sozusagen auch in Betracht kommt, ne? Das ist ja klar. Beruflich muss es ja auch immer stimmen, ne? Und ich sehe hier eine Situation, die dir sagt,
Schau in dir hinein. Ne? Du hast hier wieder die Hohenpriesterin quasi. Du hattest ja bei der Liebeslegung die Intuition. Und hier gehst du wieder nach dieser Intuition. Ne? Das könnte auch gut sein, dass du hier quasi schon alle Antworten in dir hast. Ne? Das könnte aber auch gut sein, dass diese Menschen dir helfen können. Ne? Jetzt, wenn es deine Eltern sind oder irgendeine Bezugsperson, die einen guten Tipp hat, einen weisen Tipp. Ne? Das ist ja klar. Bitte setze das um, ne, liebe Zwillinge, weil hier könnten viele Varianten sein. Entweder ist es ja eine private Angelegenheit, ne, oder das geht hier tatsächlich um deine berufliche Situation, ne. Setze das um, was du umsetzen kannst. Bitte erzwinge dich nicht, liebe Zwillinge. Das ist ja klar, ne? Wir sind hier ganz viele Menschen. Ich würde mich freuen, wenn du mir auch einen Feedback dalässt, ne? Ob irgendetwas mit dir in Resonanz gegangen ist. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, ne? Mach's gut. Tschüss!